Also wo ist denn jetzt der Meister Eder? Ja, mein Pudel, wie soll ich das erklären? Also der Onkel Franz, der liegt da drin begraben. Was? Das da drin? Da drin im Dunkeln? Ui, aber wenn du das weißt, wieso setzt du denn da rum und tust nichts? Uiuiui, wir müssen ihn ausgraben. Pumuckl, wir können den nicht ausgraben. Doch, das kann ich. Ich kann das. Schnell. Du musst mir helfen. Pumuckl, jetzt hör auf. Wir müssen ihn ausgraben. Pumuckl, jetzt bitte, Herr. Ich verstehe nicht, warum soll ich denn aufhören, wenn der noch da drin liegt, im Dunkeln? Verstehst du das nicht? Pumuckl. Still. Lass mich. Pumuckl, jetzt hör doch auf. Aua, jetzt beruhig dich halt einmal. Ich seh das überhaupt nicht ein. Der Onkel Franz, der liegt doch da gar nicht drin. Was? Er ist da nicht drin. Aber was ist er jetzt drin oder nicht drin? Ich weiß einfach nicht, wie ich es erklären soll. Was denn erklären? Also da drin, da liegt nur der tote Körper vom Onkel Franz. Der tote Körper? Das ist aber auch nicht schön. Na, traurig ist das. Traurig. Ja, das ist ja sehr traurig. Aber Pugel, weißt du, was mir da immer hilft? Ich denke mir, dass der Mensch eine Seele hat. Eine Seele? Ja, eine Seele. Das, was ihm ausgemacht hat, seine Gedanken, seine Gefühle, das Innere halt. Und das lebt weiter. Ui. Also lebt er doch noch. Wo denn? Na, Pumuckl. Sein Körper ist gestorben. Der Onkel Franz, der kommt nimmer wieder. Das ist so und das bleibt so. Aber Pumuckl, weißt du, seine Seele, die... Aber wenn er unsichtbar ist, dann ist er ja wie ich, also manchmal. Ja, das kannst du schon so sehen, das sieht jeder anders. Ich denke mir halt immer, die Seele, die lebt weiter in dir, in mir und in dem, was wir halt so machen. Also ich denke, er ist unsichtbar und da schaut er aber immer zu. Und das heißt, wenn was runterfällt und kaputt geht, dann war das der Meister Eder und nicht ich.